Hey Leute, willkommen zu einer neuen Herausforderung und zwar heißt die diesmal, sei mehrere Sekunden nachdem du mit einer Schockwellengranate dich hochgeschleudert hast in der Luft. Folgendes können wir ja machen, du kannst natürlich die Schockwellengranate einfach so nutzen von der Erde, aber ihr könnt, um das so ein bisschen positiv zu beeinflussen, ihr könnt natürlich auch auf ein etwas höher gelegenes Gebäude laufen. Ihr seht es hier, ich nehme jetzt hier irgendein x-beliebiges Gebäude und habe natürlich, klar, vorher die Schockwellengranaten hier geholt. In der Regel hast du im Stack immer zwei, aber die hat jetzt hier jemand in seinem Loot verloren, darum mache ich das. So, einfach Schockwellengranate, ich werfe die jetzt mal hier hin, so, und jetzt guck mal hier. Es ist schon eine relativ lange Zeit, das funktioniert hier ganz gut, aber ich gehe nochmal ganz zurück zum Auto, ich zeige euch das nochmal. Es geht natürlich auch woanders, wo habe ich mir mein Auto hingepackt? Hier, schön unterm Baum, habe ich nicht gesehen, ist auch noch grün. Ja, genau, so, jetzt haben wir es doch geschafft. Jetzt geht es hier hoch und zwar beim Daily Bugle, also ihr findet da ja sowieso relativ viel Loot und es ist ja auch eine Menge los aktuell beim Daily, sowieso mit dem Luftschiff und dieser ganzen Aktion, das geht natürlich klar. Denn, und das zeige ich euch nochmal, hier steht ja das Luftschiff noch, es wird ja auch noch abstürzen, also insofern kannst du da einen Haken dran machen. Ihr könnt auf erstmal auf jedes andere Luftschiff natürlich auch drauf, oder was ihr auch machen könnt, ich gehe mal ganz kurz auf die Seilrutsche, zack, haben wir geschafft. Und hier seht ihr, habt ihr super viele hohe Gebäude, auch bei dem da vorne müsste das eigentlich relativ gut klappen. Aber ihr könnt euch auch einfach an den Rand hier stellen von Daily, beispielsweise hier noch die Granate hin platzieren, zack, und hier guckt mal, wie lange man da in der Luft ist. Jetzt bin ich noch auf das Netz. Vielleicht zählt das sogar noch weiter. Also es könnte jetzt sein, dass es elends lange weiterläuft, weil ihr seht ja, dieser Schimmer von dieser Granate ist die ganze Zeit noch am Start. Also von dieser Schockwellengranate. Hier, der läuft und läuft und läuft und läuft. Und da kannst du Sekunde für Sekunde machen. Also relativ easy. Das wäre mein Tipp an der Stelle für euch. Und ansonsten würde ich sagen, weiterhin viel Spaß mit den Woche 4 Aufgaben. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.